Radio 2024 und ich bin jetzt hier am Stand der Marinefunker. Das ist ein ganz spezielles Interessengemeinschaft, ein e.V. Und ich treffe jetzt hier den Klaus mit dem Rufzeichen. Delta Lima 1, Hotel Bravo Lima. Also der Klaus ist hier sozusagen der Oberhäuptling von dem Ganzen und hat mich jetzt eingeladen oder hat sich bereit erklärt, mit mir ein Interview zu machen. Und uns mal zu erzählen, warum ihr hier mit eurem e.V., mit eurer Marinefunker, es geht ja auch sehr viel um Historie, wie ich sehe, warum ihr hier anwesend seid und was eigentlich so eure Message ist. Die Marinefunkerrunde ist ein Traditionsverein. Also die hat sich mal gebildet, gegründet 1977. Und das waren ehemalige Funker der Bundesmarine. Mhm. Die hatten einen Verein gegründet und nannten sich da Marinefunker, also MF-Runde, ja. EV, das ist nachher ein Verein geworden. Also die waren beruflich Marinefunker und haben nebenher noch Amateurfunk betrieben. Das waren alles Marinefunker und die hatten auch eine Amateurfunklizenz. Oh ja, yeah. Okay. So, und daraus hat sich jetzt die MF-Runde entwickelt und zuerst waren also nur Mitglieder der Marine in dem Verein. Ja. Und durch die Auflösung des Seefunks 1998 ist ja der ganze Schiffsfunk abgeschafft worden, ausgeschaltet worden. Die Technik ging weiter, man brauchte keine Funker mehr an Bord. Bei der Marine war das anders, da wird es aber heute auch noch anders gemacht. Also es waren immer weniger Funker da. Das heißt, die Marinefunkerrunde musste sich öffnen. Ja. Also nehmen wir Mitglieder auf von den Werften, wir haben Mitglieder vom Wetterdienst. Okay, okay. Wir haben aber immer zur Grundbedingung die Amateurfunklizenz. Okay, also so eine Art Heimathafen für ehemalige Seefahrer. Richtig. Alles, was so ja. In dem Dunstkreis zu tun hatte. Okay, also wenn du sagst abschalten, heißt ja nicht, dass die Kommunikation abgeschaltet wurde, sondern es ist praktisch auf Digitalfunk bzw. Internet, Satellit ist das alles gegangen. Das ist umgestellt worden ja. Und man brauchte den Funker nicht mehr, denn die ja. Funker haben ja an Bord die Kommunikation mit der Handtaste gemacht. Ja. Tastfunk. Ja. Telegrafie. Ja, ja, ja. So, und das brauchte man eines Tages nicht mehr. Ja. Wir haben viele Kollegen bei uns auch in die Marinefunkerrunde aufgenommen, die auf Handelsschiffen zur See gefahren sind. Ja. Also die Funker auf Frachtschiffen waren. Ja. Und die sind alle, die lieben die Kameradschaft, die Treffen, die wir machen. Wir treffen uns einmal im Jahr, wo die Kollegen alle zusammenkommen. Da gibt es so viel zu erzählen, die können sich nachher kaum trennen. Ja, 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 klar, natürlich. Also ich stelle mir das auch eine schöne Arbeit vor. Es hat auch so ein bisschen was Romantisches, so ein eigenes Scheck mit dem Bullauge, das Seepferd, du hast da deine Funkgeräte. Ja. Manchmal hörst du vielleicht auch ein bisschen Musik oder war das total verboten? Nein, das war nicht verboten. Okay. Das hat man schon gemacht. Ja, siehst du? Radio Luxemburg. Das habe ich auch 90 Kilohertz. Das habe ich auch immer gehört. In Frankfurt habe ich Radio Tele Luxemburg gehört. Ja. Ja, wir werden jetzt gleich mal an eurem Stand einen kleinen Rundgang machen, weil ihr habt da sehr viele schöne Fotos aufgehängt. Und da wird uns dann der Klaus vielleicht die eine oder andere Geschichte dazu erzählen. Das mache ich gerne. Ja, Klaus, jetzt sind wir also hier am hintersten Eck von eurem Stand. Und wie ich sehe, sind das da hinten doch ganz schön alte Segelschiffe und Stempel. Naja, du wirst jetzt mal eine kleine Museumsführung machen, nehme ich mal an. Ja, wir haben hier also auf diesen Tafeln, die wir hier auf der Messe präsentieren, haben wir natürlich so spezielle QSL-Karten und Fotos ausgestellt. Bei uns in der Marinefunkerrunde, wir sind ja auch alle Amateurfunker, geht es darum, also möglichst viele Marinefunker zu arbeiten, sagen wir dazu. Wir haben alle Nummern und mit diesen Nummern kann man also die Diplome erarbeiten. Hier sieht man zum Beispiel ein Sonderdiplom von der Gorch Fock. Oh ja. Das ist die QSL-Karte, die damals ausgegeben wurde, beziehungsweise auf dieser Tafel. Und das ist sehr begehrt bei unseren Mitgliedern, aber auch bei anderen. Also bei anderen Funkamateuren, die Marinefunkerstationen gearbeitet haben. Die sind also sehr interessiert an diesen QSL-Karten. Und diese QSL-Karten sind unsere Clubstationen. Zum Beispiel haben wir hier, da bin ich auch Mitglied,
Delta Lima 0 Sierra Mike Delta. Das ist der ehemalige Schiffsmeldedienst in Hamburg. Klopfstation bei den Marinefunkern. Klopfstation in Wilhelmshaven im Deutschen Marinemuseum. Da oben die Karte, das ist eine Jubiläumskarte gewesen. 40 Jahre Marinefunkerrunde. Die Marinefunkerrunde wurde 1977 gegründet. Und zum 40-jährigen Geburtstag wurde diese Karte entworfen und auch vergeben. War natürlich sehr begehrt. Jetzt muss ich mal gleich mal reinkrätschen, so ein U-Boot. Ja. Da ist eine Clubstation? Ja, da ist eine Clubstation. Die wird von unseren Neubrandenburgern Marinefunkern wird die aktiviert zum Museumsschiffwochenende. Einmal im Jahr findet das Museumsschiffwochenende statt. Und bei dem U-Boot handelt es sich um ein englisches U-Boot, das in Sassnitz liegt, auf Rügen. Und dort haben die Kollegen die Erlaubnis, die Clubstation einzubauen und von dort Funkbetrieb zum Museumsschiffwochenende zu machen. Toll. So, und diese Verbindungen, die sind also sehr begehrt. Wenn die in der Luft sind, da kommt man kaum noch zu Wort. Also ich hatte vor kurzem das Vergnügen, mit der Seefalke ein QSO zu machen. Die hat jetzt ihr 100-jähriges... Die hat 100-jähriges Geburtstag. Die Karte wird dazu verschickt. Und jetzt kann ich schon mal unseren Zuschauern berichten, dass ich im Oktober eine Verabredung habe und auf der Seefalke einen Bericht erstellen werde. Oh, da freue ich mich riesig drauf. Ja. Da freue ich mich riesig drauf. Ja. Auf der Seefalke ist ja unsere Marita. Mit der Marita bin ich in Kontakt. Ja. Und die hat mich herzlich eingeladen und wir werden im Oktober da was machen. Wir sind noch am Verhandeln mit der Hafenbehörde, also mit der, das ist keine Hafenbehörde, das ist Museumshafen, das gehört jetzt wohl zum Ordnungsamt Bremerhaven, weil ich möchte gerne mit der Drohne aufsteigen und das Schiff ein bisschen zeigen. Das ist da warten wir aber noch auf die Aufstiegsgenehmigung von der Stadt Bremerhaven. Ach so. Weil es gibt ja keine Hafenbehörde mehr, es ist ja jetzt ein Binnen- oder stillgelegter Hafen. Ist ein Museumshafen. Gehört wohl zum Ordnungsamt jetzt oder ist dem unterstellt, nehme ich mal an. Ja, ja, also das umso mehr freue ich mich, dass ich schon so ein bisschen als Vorgeschmack hier bei euch zu Gast bin. So, hier sieht man unsere begehrtesten Trophäen, die man erarbeiten kann für 1000 Mitglieder. Wenn man die erarbeitet hat, kann man dieses Diplom beantragen. Das ist sehr begehrt. In CW-Only zum Beispiel, wenn man das will, oder gemischt. Mhm. Da gibt es die Super-Trophy. Da sind dann noch etwas erschwertere Bedingungen da zu erfüllen. Da gibt es dann die Uhr oder das ist die Stufe davor, die Glocke, das ist die Trophy und das ist die Super-Trophy. Also man kann die mit... Kannst du gern mal betätigen. Jawohl. Ja, die sind also sehr begehrt und ich sag mal, also jedes Mitglied der MF-Runde hat die Glocke in seinem Schacken. Wir haben jetzt aber Aviation. Richtig. Das ist ganz neu. Da haben wir ein Mitglied aufgenommen vor kurzem, das war Anfang des Jahres. Und der hat sich darum bemüht, diese QSL-Karte zu entwerfen, aus dem Grund, der Grund war, dass der Hubschrauber in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Wow. Das ist der meistgeflogene Hubschrauber bei der Bundeswehr und der wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Der hat aber jetzt die Rettungslackierung, ne? Der hat die Rettungslackierung und aus dem Grund, weil der Kollege, der diese QSL-Karte sich genehmigen lassen hat, der ist Mitglied in der DGZRS, der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Oh, okay. Und der ist auch aktiver Seenotretter auf einem Rettungskreuzer. Das ist ja wirklich, wir haben sehr interessante Mitglieder in unseren Reihen, die auch manchmal gar nicht so auftauchen und auch nicht so viel Funkbetrieb machen, aber das ist doch wirklich eine gute Gemeinschaft. Toll. Ja. Gut, gehen wir weiter. Ja, auf dieser Tafel sieht man unser Aushängeschild, das ist die Cap San Diego der Reederei Hamburg Süd. Die ist 40 Jahre im Südamerika-Dienst gefahren, bis 1986 und liegt seit 1986 in Hamburg als Museumsschiff.
Da habe ich auch schon mal von völlig restauriert. Die sieht man ja eigentlich von überall, wenn man da rumläuft. Ja. Und ich habe es aber noch nicht geschafft, da mal drauf zu gehen. Das kann man ja immer noch machen. Muss ich mal nachholen. Ja. Und ich nehme mal an, das Foto, was ich damals gesehen habe als Bub, mit dem Regenbogen, das muss auch so ein Schiff gewesen sein, so in dieser Bauart. Ja, also von diesen Schiffen gab es 6 Stück. Ja. Die Capsanigo wurde in Hamburg gebaut auch. Und deswegen war die Stadt Hamburg damals so dahinterher, als die verschrottet werden sollte, dass das Schiff also in Hamburg bleibt. Und zwar ist das eine ganz interessante Geschichte. Da ist ein Senatsmitglied aus Hamburg, ist in Griechenland in Urlaub gewesen und ist an einer Werft, an einem Abwrackwerfplatz vorbeigefahren, wo dieses Schiff lag. Und da hat er gesagt, Moment mal, das ist doch die Capsanigo, wieso liegt die hier zum Verschrotten? Und hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und hat dafür gesorgt, dass Hamburg dieses Schiff zurückgekauft hat. Also auch eine Art Seenotrettung. Sozusagen. Ja. Ja, und das Schiff ist auf eigenem Kiel über Cuxhaven nach Hamburg gefahren. Wurde in Cuxhaven umbenannt wieder, in Capsanigo. Ja. Und liegt jetzt an der Hamburger Landungsbrücke als Museumsschiff. Toll. Und das Tollste an der Geschichte ist, die Marinefunker, die haben damals schon eine Clubstation an Bord einrichten können. Und seitdem können wir dort Funkbetrieb machen. Auf der San Diego? Auf der Capsanigo. Dann müssen wir da wohl auch mal einen Besuch machen, ne? Das würde sich auf jeden Fall lohnen. Also, und vor allen Dingen sehr interessant. Du, ich bin ja, also in meinem Vorhaben im Oktober bin ich ja in Hamburg, in Bremen, Bremerhaven, und wollte noch eine Woche Dänemark machen. Ja. Dann müssen wir das, vielleicht können wir das ja auch noch zusammenkriegen. Kann man sich ja verabreden. Ja. Das wäre super. Ja, toll. Also, das würde ich gerne machen. Denn wir haben an Bord, sind wir jetzt zurzeit im Moment immer noch so 24 Funker. Und wir haben einen Dienstplan, den wir zweimal im Jahr erstellen, im Januar und im Juni. Und teilen uns ein als Wache auf der Capsanigo Samstag und Sonntag den Funkraum zu besetzen. Und das ist sehr interessant für die Gäste. Die Betriebsgesellschaft der Capsanigo sieht das sehr gerne, dass wir über das Schiff erzählen, dass wir sagen, was hat der Funker überhaupt gemacht an Bord, wozu ist er überhaupt mitgefahren, was war denn da überhaupt. Ja. Und das ist das, was auch die Besucher da an Bord also brennend interessiert. Viele Leute wissen gar nicht, ja, was der Funker, was hat der denn gemacht? Ja, das sind so die Berufe, von denen man nie was mitbekommt. Nee, da hat man nie was von mitbekommen. Das lief alles so nebenher und keiner wusste in Wirklichkeit, wozu ist der eigentlich an Bord? Was macht der da? Ja. Und der hat eine ganz schöne Aufgabe gehabt. Der war Verwaltungsoffizier, sag ich mal. Ja, ja. Der hat also die Heuerlisten gehabt, die Bestelllisten, den Wetterdienst, die Presse abends und also alle Hände voll zu tun. Und er war meistens alleine. Ich stell mir das gerade vor, für die ganzen Besatzungsmitglieder war ja der Funker das einzige Nadelöhr, Kontakt zu haben zur Außenwelt. Zur Außenwelt, ja. Alles also ging über den Funker. So rein psychologisch ein ganz wichtiger Mann gewesen. Ja, ja. Wenn Geburtstagsgrüße an Bord kam, da hat der Funker die zuerst gehört. Ja, ja. Und hat sie auf das Telegramm geschrieben und hat das dann in die Messe an denjenigen gegeben. Oder Todesnachrichten? Zum Beispiel. Und dann musste der jetzt mit der Nachricht dahin. Ja. Und, erstmal ging es über den Kapitän, war sowieso wahrscheinlich, oder? Musste der Kapitän alle Nachrichten prüfen? Er musste das nicht kontrollieren, aber er hat schon gewusst. Ja. So. Also ich stelle mir das wirklich viel mehr vor, als man das so im ersten Moment denkt. Ja. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, kommt da noch einiges zusammen. Ich sage jetzt mal so ein Beispiel. Wenn die Capsanigo jetzt auf dem Weg nach Südamerika ist, dann haben die ja eine ganze Weile, brauchen die ja, um da runterzufahren. Ja. 14 Tage, drei Wochen waren die ja unterwegs. Ja. Und das Schiff hat ja dann Bedarf. Wenn die jetzt als ersten Hafen meinetwegen in Recife, in Nordbrasilien, zuerst ankommen, dann hat ja zum Beispiel die Küche, die Maschine, das Deck, die haben ja Bedarf. Ja. Das Deck braucht Farbe, das Deck braucht Werkzeug, die Maschine braucht Öle, die Küche braucht Nachschub, ist ganz klar, Verpflegung muss sein, das muss ja alles an Bord. Diese ganzen Listen, die gehen alle hoch zum Funker. Ja. So, und dann sitzt der Funker schon mal und übersendet alles
an die Station in Recife. Von dort wird das an den Makler, an den Schiffsagenten weitergegeben. Der kauft das alles ein. Ja. Das muss nämlich alles, wenn das Schiff dort ankommt, muss das nämlich alles auf der Pier stehen, dass das da ist. Das brauchen die. Und die können ja nicht drauf warten, 3 Wochen drauf warten, bis das geliefert wird. Und Mengen und Zahlen mussten ja wirklich exakt übermittelt werden, sonst könnte da richtig was schiefgehen. Und alles mit der Morse-Taste. Ja. Gut, jetzt haben wir hier noch zwei ganz große Fotos. Das ist jetzt nochmal die San Diego, nehme ich an. Das ist die Cap San Diego auf einer Ausfahrt. Sie fährt ja heute noch, ist ja das einzige, in der Größe, das einzige Frachtschiff der Welt, das noch fährt. Ja. Da ist eine ehrenamtliche Besatzung an Bord, und zwar Maschine, Decksbesatzung und Funker fahren auch mit. Aber sie hat trotzdem die modernste Technik hier an Bord. Oder fährt sie wirklich zu den Bedingungen wie damals? Zumindest hat sie die Klasse für diese Fahrten, die sie macht. Sie hat natürlich nicht die Berechtigung, jetzt auf See zu fahren, sondern nur im küstennahen Bereich. Auf der Elbe zum Beispiel. Sie hat letztes Wochenende eine Fahrt gemacht von Hamburg nach Cuxhaven. Da sind eine ganze Reihe Gäste, bis zu 500 Gäste fahren dann da mit. Das zahlende Gäste. Catering ohne Ende. Ja, zahlende Gäste. Und da gibt es gute Verpflegung in Luke 4. Also, habt ihr da noch so ein originales Smoothie von damals? Da ist eine Catering-Gesellschaft an Bord. Also dafür ist gesorgt. Die Küche ist besetzt. Das ist einfach... Da wird immer Interesse für sein, immer. Und das Schiff muss ja auch unterhalten werden. Ist das jetzt durch die Elfi nochmal für euch auch synergetisch nochmal mehr geworden an Interesse? Weil das ist ja mehr oder weniger, sieht man ja beide von jeweils zueinander, Elfi und das Schiff. Das kann ich jetzt nicht sagen. Die Cap San Diego ist gut besucht. Ja, also okay, das kann ich mir vorstellen. So, und dann haben wir hier noch Spaß. Was ganz Schnittiges. Ja, dieses Foto, das ist der Zerstörer Mölders, der Bundesmarine. Auf dem bin ich 1974/75 gefahren. Und deswegen liegt mir das Schiff so am Herzen. Ist natürlich ein Kriegsschiff, aber für mich war das damals, waren ja andere Zeiten, als so, wie wir sie heute kennen. Mit diesem Schiff verbinde ich sehr viel Persönliches. Und als ich erfuhr, dass das Schiff als Museumsschiff ins Deutsche Museum kommt, nach Wilhelmshaven, musste ich natürlich unbedingt wieder an Bord. Da haben wir also versucht, an Bord zu kommen über das Museum. Das Museum in Wilhelmshaven war uns sehr entgegenkommend, sehr wohlgesonnen. Und die haben das auch sehr gerne gesehen, dass wir dort eine Funkstation aufbauen und auch Betrieb machen. Aus dem Originalfunkraum haben wir gemacht. Leider können wir da nicht so oft hin. Die würden es haben, dass wir viel öfter kommen. Aber Wilhelmshaven ist von uns aus fast 300 Kilometer. Das ist einfach so mal eben nicht machbar. Aber ich wäre also ich persönlich wäre viel öfter an Bord, wenn es gehen würde. Mit dem Schiff verbinde ich also sehr persönliche Sachen. Vielen Dank für diese Runde, das ist super interessant. Und wir waren ja eben noch bei deinem ehemaligen Arbeitsplatz. Und da hätte ich jetzt gerne noch mal ein bisschen erfahren, was genau hast du denn da gemacht auf dem Kriegskreuz, wie nennt man diese Klasse, was war das? Die Klasse nennt man DDG, das war ein amerikanisches Schiff, das ist auch in USA gebaut worden, in Maine, in Boston. 1969. Und von diesem Schiffstyp wurden damals von der Bundesregierung 3 Stück gekauft. Und die hießen Mölders, Rommel und Lütjens. Und als ich zur Bundeswehr eingezogen werden sollte, ich wollte da auch nicht hin, wäre es da schon gerne hingegangen. Ich musste aber dann hin und da habe ich zu den Musterungsinspektoren da gesagt, also wenn ich schon kommen soll, dann möchte ich zur See fahren. Ich bin vorher auch schon zur See gefahren. Ich hatte also Seefahrtsbuch, ich bin auf Tanker und Frachtschiffen gefahren. Im Decksdienst und Farbe. Bist du da so reingerutscht oder gab es da eine richtige Seemannsausbildung? Nein, ich wollte das. Da bin ich aber abgeglitscht, weil ich am Land hatte ich eine Ausbildung gemacht zum Elektriker. Und wollte als Assi praktisch an Bord zur See fahren.
Ja. Aber da ich an Land war, musste ich zur Bundeswehr. Weil wenn man zur See fährt, braucht man nicht hin. Aber ich war an Land, hatte da einen Vertrag und musste also zur Bundeswehr. Und das hat geklappt. Ich konnte also zur Marine und bin auf den Zerstörer Mölders gekommen. Zerstörer, das Wort hatte ich gesucht. Das ist ein Zerstörer. Ja. Und mit der Bezeichnung D-186. Das ist die taktische Bezeichnung der Bundeswehr. Okay. Der Bundesmarine. Ja. Und da war ich an Bord. 1974 bin ich an Bord gekommen nach der Grundausbildung und war in der UPZ, das ist die Operationszentrale, praktisch ja, die Einsatzzentrale des Schiffes, und war dort zuständig für Luft- und Seeraumüberwachung. Ich habe an einem Bildschirm gesessen und das war ein Radarbild in einem dunklen Raum und auf diesem Radarbild musste ich die Ziele markieren. Ja. Und wenn die sich nach einer Weile wieder bewegen, wieder markieren. Und aus der zweiten Markierung erkennt man schon von dem Ziel. Das war noch so richtig früher, dieses nachglühende braunsche Röhre, wo wir dann immer so. Ja, das war der Bildschirm, der war schon so groß, aber konnte man verschiedene Bereiche schalten. Ja, ja, ja. Und da hast du dann den ganzen Tag da drauf geguckt? Wir haben, wenn wir im sogenannten Kriegsmarschzustand gefahren sind, haben wir 6 Stunden Dienst gehabt am Radargerät. Ja. Aber wir sind nur mit der Sonnenbrille zum Messen gegangen. Das war so. Das war aber eine schöne Zeit. Also ich habe sogar die Arbeit da gerne gemacht. Und das war praktisch, also die Arbeit, das Ergebnis der Arbeit, das war für die Schiffsführung, also das Fahren des Schiffes, und für die Waffenleitgeschichte. Also die Waffentechnik, die brauchte ja von uns die Daten von den Zielen, die das. Und wenn wir ein Luftziel hatten, und ich hatte die Luftziele, hatte ich getrackt, ergeben sich ja Daten im Rechner. Die Vektoren, die Entfernung, die Höhe, um jetzt das Ziel weiter zu bearbeiten. Ja, ist schon klar. Wir wissen, was du meinst. Also wir mussten, wir haben praktisch die Grunddaten dafür gemacht. Okay. Jetzt noch eine Frage zum Schluss. Jetzt wieder zu heute und hier, eure Runde, eure Gemeinschaft. Habt ihr auch so Funkrunden auf 80 Meter in AM, so wegen der alten Zeiten? Macht ihr solche Sachen? Wir haben Funkrunden, und zwar jeden Dienstag treffen wir uns CW mit der Handtaste. Ja. Am Mittwoch treffen wir uns in SSB. Ja. Also nicht in AM. AM machen wir nicht mehr. Ja. Aber wir haben eine sogenannte Klönrunde am Mittwoch in SSB. Am Donnerstag ist dann die etwas schnellere Runde, auch wieder in Zivil, die sehr beliebt ist. Und am Samstag erstellen wir einen Rundspruch, der am Samstagmorgen ausgesendet wird in Zivil. Ja. Der wird am Sonntagmorgen in SSB verlesen. Okay. Und dann ist er nachlesbar auf der Internetseite. Und wir reden von 80 Meter? Wir reden von 80 Meter. Ja. Und nicht Marineangehörige und Funker und so sind, aber können auch mal bei euch reinkommen? Natürlich, sehr gerne. Ja. Okay. Also macht ihr nach Listenbetrieb? Also Listenbetrieb heißt, es gibt wohl irgendeine eine Eincheckrunde, wo dann jemand alle Rufzeichen aufnimmt, die an der Runde teilnehmen wollen am Anfang. Und dann wird eine Liste erstellt und dann wird das Mikrofon der Liste nach dann weitergegeben. Wir machen das sogar so, wie das früher an Bord gemacht wurde. Wenn also mehrere Stationen beteiligt waren, dann fängt die erste Station an. Und wenn die erste Station fertig ist, dann übergibt sie das nicht zur Net Control Station zurück, sondern übergibt das an die nächste Station. Weil da wird die Liste wird bekannt gegeben. Da muss dann jeder die Liste auch haben. 9 Stationen auf der Liste. Ja. Und dann haben wir alle zugehört, wissen auch, wann sie dran sind, werden dann aufgefordert. Ja. Und dann geht das erst von der letzten Station wieder an die andere. Und wie handelt ihr das, wenn einer irgendwie mittendrin dann einsteigt? Dann der wird dann angenommen und wird dann vertröstet, bis alle fertig sind. Also muss er dann schon mal gleich mitschreiben. DSE QRX. Ja, okay. Prima. Und das Frequenz, habt ihr dann eine QRG, eine bestimmte? Ja, 3565 auf 80 Meter. 3565. 3565. Ja, prima. Ja, also da höre ich vielleicht auch mal rein. Ja, ab und zu mache ich mal 80 Meter. Und gibt es denn sonst noch eine Webseite oder sowas, für mehr Informationen über euch zu bekommen? Ja, wir haben seit einiger Zeit eine neue Webseite, die heißt www.mf-runde.de. Das werde ich auch noch einblenden, wie immer. Und dann können sich die Leute das nochmal genau anschauen. Ja, ja.
Ja, Klaus, ich sag mal Ahoi. und vielen, vielen Dank für diese ausführliche Einführung in euer Spezialgebiet. Ja, also ich denke mal, die meisten unserer Zuschauer sind auch eher Neulinge und jüngere Leute, haben das wahrscheinlich noch nicht so intensiv sich mal ansehen können. Das ist ja wirklich eine interessante Sache. Also wir haben hier an unserem Stand auch sehr viele interessante Gespräche, gerade was Seefahrt betrifft. Ja. Es gibt viele Funkamateure, die also sehr interessiert sind an Schiff. Ich hatte heute Morgen war jemand hier, also der interessierte sich also so für Schiffe und ja, Seefahrt kam aus dem Süden. Ja. Okay. Ich fürchte nur, die heutige Seefahrt hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir hier gesehen haben. Nein, hat sie nicht. Das ist leider zu befürchten. Das ist leider so. Okay, also 73. Es hat mir Spaß gemacht, Kirk. Vielen Dank. 73.